Hi zusammen, hier ist endlich das lang ersehnte Video mit den Produkten von Weber Nagelkonzept. Und zwar machen wir das jetzt so, wir verlängern jetzt mit Schablone, weil ich, Idiot, keinen Tippkleber mehr habe. Aber egal, schaffen wir schon irgendwie. Ich gebe mir jetzt Primer drauf. Wo habe ich ihn? Egal, nehmen wir den. So. Ich muss eben irgendwie so rumarbeiten. Oh, das wird ein Spaß hier, wa? Also die Naturnägel sind schon vorbereitet, Nagelhaut ist schon zurückgeschoben, entfernt, in Form gefeilt, Schablonen, wie ihr seht, geklebt. So, und ich zeig euch das am besten am Zeigefinger, weil ich den einfach besser greifen kann. So, das Haftgel hatte ich euch ja gezeigt, das ist ziemlich, also nicht so flüssig, wie man das eigentlich kennt. Aber davon braucht ihr auch nur eine kleine Menge. Das ist wieder schon zu viel. Ich muss das gleich anders einstellen, sonst sehe ich hier nichts und dann kann ich auch nicht packen. So, das mache ich jetzt an allen Fingern und hole euch dann zum Verlängern wieder dazu. So, weiter im Text geht's. Ich werde die jetzt alle verlängern, das werde ich mit dem, wo steht's? Mit dem Aufbau-G-Kombi machen. Das ist ja dieses Tixotrope. Damit werde ich die verlängern. Und dann werde ich den Aufbau mit dem 1G machen und den anderen mit dem anderen. Also das werde ich euch dann zeigen. Samira, bitte nicht. So, das zeige ich euch aber auch wieder nur an einem Finger, weil sonst sitzen wir hier morgen noch dran. Wir werden die aber nicht so lang machen, weil die müssen ja schultauglich sein. Willst du die rund oder? Ist egal. Das Gute daran ist, man kann hier auch wirklich. Ja, Entschuldigung. Man kann ja auch wirklich. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Ein paar Finger hintereinander machen, ohne dass euch das in den Ränder läuft oder sonst irgendwas. Wir machen die einfach mal so ein bisschen square-mäßig, glaube ich, oder? Mhm. So. So, und das mache ich jetzt bei allen Fingern und hole euch dann wieder dazu, wenn wir beim Aufbau sind. So, weiter geht's mit dem Aufbau. Und zwar nehme ich da jetzt das Kombi-Gel für den einen Finger und das andere für den anderen Finger. Oh, man muss erstmal. So. Also bei dem Kombi-Gel habt ihr echt Glück, also das ist echt gut, weil es läuft euch nicht in die Ränder. Ihr habt da jede Menge Zeit, euren Aufbau zu modellieren. Allerdings könnt ihr da nur mit Gewerbeschein bestellen. Das hatte ich, glaube ich, letztens im Video vergessen zu sagen. Ich weiß nicht. Oh, Entschuldigung. War jetzt überhaupt ein Bild? Ja, ne? So, das ist das Erste. Dann nehme ich jetzt das Aufbaugel, das 3-in-1-Gel. Das war ja das klare. Mein Pinsel sauber. Und das benutze ich jetzt für die anderen Finger oder für den anderen Finger, weil ich euch das jetzt zeigen möchte, wie das ist oder wie sich das verhält. Und deswegen müssen wir ein bisschen mixen hier heute. Nämlich ein Tacken flüssiger als das andere.
Mach mal rein. So, das machen wir jetzt an allen Fingern. Also wie gesagt, ich zeige euch das einmal Finger für Finger. Und dann hole ich euch zum Design dazu. So, Aufbau ist gesetzt, befeilt. Ja, wundert euch nicht, wir haben da einen kleinen Ratscher gemacht. Sie hat weggezogen und dann habe ich so ein bisschen geschnibbelt mit der Schere. mit der Feile. Also von daher, tut mir so leid. Wir nehmen jetzt das Farbgel von Weber Nagel Konzept. Das Farbgel Nummer 302. Und machen damit ein Full Cover. Also wir fangen mit dem Kleinen, glaube ich, an. Ne? Mhm. Zeige ich euch aber, glaube ich, auch nur an einem Finger. Weil für mich ist es echt ein bisschen blöd, um eine Kamera rumzuarbeiten, weil ich sehe gar nichts. Arbeite hier gerade ein bisschen nach Gefühl. So, ich glaube aber, dass wir das in zwei dünnen Schichten machen werden. Siehst du das? Ja, also das ist die Schicht Nummer 1. Wir lassen den kurz anhärten, machen wir jetzt 5 Sekunden rein. Die zweite Schicht zeigen wir auch noch und dann. Ich guck mal, wie das mit dem anderen Pinsel ist. Vielleicht komme ich damit besser klar. So. Ups, Finger. Wo ist er? Oh Mann. So, haben wir alles? Ja, und das mache ich jetzt an allen Fingern und dann hole ich euch wieder dazu. So, wir haben jetzt die Nägel soweit fertig und machen jetzt das Pigment drauf. Oh, Moment. So. Das Chrompigment von Weber Nagel Konzept. Wir haben uns überlegt, dass wir das auf jeden Nagel machen. Hoppala. So, das ist eine coole Farbe jetzt, wa? Mhm. Ah, ja, ist es. So, da lasse ich euch aber nur bei zwei Fingern mit bei, den Rest mache ich dann so. Weil ich euch nur zeigen wollte, wie das aussieht, wenn das... Wow. So. Und zum Versiegeln hole ich euch dann wieder dazu. So, weiter geht's. Pigment ist drauf auf allen Fingern. Und jetzt machen wir hier, die beiden machen wir zum Schmucknagel. Über Finger. Zu mir. Und zwar wollen wir das Steinchen noch mit reinlegen. Boah, überall funkelt's, ey. Mhm. Schön unten. So, da packe ich mir jetzt Steinchen noch mit rein. Ich habe die auch schon so weit zurechtgelegt. Oder vielleicht, ne? Ja. Haben wir den jetzt? Ja, den hatten wir, ne? Ja. So, oder soll der mittig? Ich würde den Mittag machen, also da in die Mitte, also reinlegen, in die Ecke, meine ich. Also an der Seite? Ja, genau. Ist dann aber nicht mittig, ne? Ja. So, und dann die zwei da rum? Mhm. Also auf der einen Seite ein und auf der anderen Seite ein. Genau. Das ist der, ja, der sitzt. Möchtest du auch mal beim nächsten Mal sowas in das? So. Ja. Gut, dann machen wir rein. So, und jetzt versiegeln wir den Rest und dann hole ich euch zum Endergebnis dazu. So, und das ist das Endergebnis. Also die müssen jetzt natürlich noch sauber gemacht werden. Aber so sehen die dann ausgehärtet aus. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.